Okay. Ja, ich glaube, das war's mit dem Versteck. Hat denn jemanden gesagt, dass der da weggeht oder was? Ja, da sind ein paar Sachen. Ich meine, unser Plan ist mehr oder weniger erfolgreich gewesen, aber dann irgendwie auch nicht, naja, weil es hier tot ist. Und da sind wir. Schokobo-Wurst. Ich meine, Schokobo-Steaks kenne ich, aber Schokobo-Wurst habe ich zum ersten Mal. Warum sind wir auf einmal in der Wüste? Alles frisch von heute Morgen. Tonika, Salben, Wickel, Tinkturen, Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Etwas für eure Reiseapotheke? Vielleicht eine kühlende Salbe für wunde Füße. Ich würde gern, aber... Habt eine gute Reise. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Wo sind wir gerade? 5 Jahre später... Was? Gut, dich zu sehen, Sid. Wissen wir mehr? Ich bin Sid. Die Träger sind im alten Rathaus am Stadtrand eingesperrt. Und du kannst dir wohl denken, wer sie dort hinter Schloss und Riegel hält. Kopkas Leibgarde. Eine Falle. Und nicht einmal eine besonders gute. Schon wieder? Was erhofft er sich denn davon? Ich werde sie heute noch da rausholen. Nein, das wirst du nicht tun. Unsere Mitstreiter sind nicht gestorben, damit du dir mitten im Nirgendwo die Kehle durchschneiden lässt. Du willst sie also im Stich lassen? Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass jemand anderes sie befreien könnte. Nochmal. Sturköpfig wie der alte Sid, was? Habe ich einen etwas definierteren Bart jetzt? Was weiß sie? Ist Amal jetzt weg? Eines lass dir gesagt sein. Du bist jetzt Sid. Wenn ihm etwas zustößt, war's das. Okay. Mein Hund ist irgendwie immer noch am Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, Hunde können nicht so lange leben, ne? Wie lange ist er jetzt schon am Leben? Bestimmt so 20 Jahre, ne? Bitte, wir wissen von nichts. Ihr müsst uns glauben. Wir würden euch doch helfen. Aber ihr helft uns doch bereits. Vergebt ihm, Milord. Er wollte keinen Ärger machen. Ruhe jetzt! Keine Spur von Hugo. Von dieser Falle wird er wohl genauso viel halten wie wir. Dann wird's ein Kinderspiel. Seid gnädig! Ich flehe euch an! Ist doch schwerhörig! Ihr sollt Ruhe geben! Kann ich mal speichern?
Es wird alles gut. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ist er das? Es ist er. Es ist Sid. Gehen wir? Und alles klar. Schnell! Hol Verstärkung! Die Träger? In Sicherheit. Die Macht des Blitzes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Ramos einverleiht. Das Beschwören von Ramos Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung seiner Magie, sondern gibt ihr auch Zugriff auf mehrere. Ja, okay. Ramos Essbarkraft. Mit Ramos Essbarkraft blinde Gerechtigkeit kannst du eine Salve Kugel bis auf zu neuen fixierten Zielen werfen. Willst du bleiben für kurz an ein Ziel hängen, können durch Folge Angriffe entladen werden. Okay. Ramo einverleibt. So, ich kann aber immer noch nicht speichern hier, ne? Nee. Aber das Spiel tut, glaube ich, so jede Sekunde irgendwie speichern, ne? Sind wir jetzt wirklich 5 Jahre in die Zukunft gesprungen? Ja, ist ich hier. Clive, immer noch Clive, okay. Alles klar. Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt, ne? Spielen wir noch weiter. Ich will speichern können. Oh Gott, ich muss damit steuern. Alter, ich blitze. Alter, das war schon geil. Ich hoffe, die überschütten mich jetzt hier nicht mit Kämpfen erstmal. Gib mir vielleicht so eine kleine Sekunde, wo ich gleich speichern kann. Ich greife auch von hinten an. Das ist etwa Angriffe. Na gut. Er ist hier drin. Bring mir seinen Kopf. Ja, vielleicht tue ich einfach direkt aufnehmen. Ja, ich tue einfach 2 Stunden aufnehmen, dann so schneiden, ne, machen wir so. Kannst du es eigentlich wagen? Das hat voll weh getan. Aber jetzt ein bisschen verwirrt mit 3 Sachen, ja, ne? Ja, vielleicht noch mehr irgendwann. Da war er tot. Es reicht jetzt. Lasst sie mit der Katze spielen. Ich habe das Spiel wird mir nicht eine Pause geben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist irgendwie, wenn du einen Kampf einleiten kannst. Das ist irgendwie so wie bei Nahida von Genshin Impact. Du kannst erstmal alle Gegner anvisieren und verbinden. Und dann kannst du loslegen. Ja, bringt so viel nicht so. Ich weiß noch nicht genau, wie die ganzen Angriffe hier funktionieren. Aha! Okay. Dann würde ich auch gern wissen, was wir so in den 5 Jahren gemacht haben.
Der ist nicht wirklich 5 Jahre älter aus. Ja, ich bin. Gott. Ich wusste, da kommt noch was. Ah. Aber der Nero, wenn du wusstest, dass du was kommt, warum wurde dann getroffen? Au. Au. Da ist er natürlich wieder geklappt. Ehrlich, bei denen kommt man eine Fanfare, aber bei dem Drachen nicht. Vorhin. Ah, gut zu wissen, dass ich kein Level aufgestiegen bin in 5 Jahren. Oh, Blitzsplitter. Da kann ich aber schon wieder was hochleveln, ne? Oh, ich steh auf Blitze. Oh, vielleicht sieht er ein bisschen älter aus, ne? Lass sie. Für einen Tag wurde mehr als genug Blut vergossen. Ohne dich wären unsere Freunde nicht tot. Hörst du mich? Wir waren nur Köder, um dich aus deinem stinkenden Rattenbau zu locken. Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Was willst du überhaupt hier? Wir wollten nie gerettet werden. Sollen wir euch etwa dafür danken? Jetzt werden sie uns jagen. Wir sind alle so gut wie tot. Ich kann auch jetzt alle töten. Seit 5 Jahren kämpfen wir, um uns ein besseres Leben zu sichern. Damit wir endlich gleich behandelt werden. Wollt ihr das etwa nicht? Was wir wollen, ist unsere Ruhe. Jedes Mal, wenn ihr auftaucht, sind es wir, die leiden. Schon gut. Tut mir leid. Lass uns allein. Das ist unsere Heimat und hier bleiben wir. Sid wusste, dass es so laufen wird. Das wird schon noch. Wenn du das sagst. Wir sollten gehen. Sie scheint mir auch ein bisschen mehr, weiß nicht, düster jetzt zu sein, ne? Düster. Ich wollte gehässig irgendwie, ich weiß nicht. Pessimistisch. Ängstlich. Okay. So, ich nehme jetzt einfach weiter auf und dann mache ich so Schnitt. Ich glaube, so nach 2 Stunden waren wir irgendwie so fertig mit dem Kampf, ne? Gegen Typhoon. Ich finde es immer noch blöd, dass man hier nicht das Menü öffnen kann. Ne? So, wir sind dann in dem Versteck. Totes Land, Zitras Sturm. Ich kann von hier aus nicht lesen. Hier in den Ruinen lang. Was? Hier in den Ruinen lang vergessener Ziele und Träume schmiedend. Was? Lang vergessener Ziele und Träume. Achso. Schmieden Clive und seine Gefährten Pläne für eine bessere Zukunft. Okay. Ich dachte erst, ja, man stand Lagen. Lang eingeschrieben. Oh nee. Benumier. Vor 5 Jahren haben wir das, was für viele ein Symbol der Hoffnung war, ohne ersichtlichen Grund zerstört.
Sie können nicht anders, als uns dafür zu verurteilen. Obwohl wir all das für Ihre Zukunft tun, sehen Sie nur, dass wir Ihnen das Leben erschwert haben. Doch das Leid muss an der Quelle erstickt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Als Sid von einer Welt gesprochen hat, in der wir unsere Zukunft bestimmen. War ihm egal, ob es richtig oder falsch ist, was wir tun. Solange wir frei sind. Ich vermisse ihn. Eine Welt, in der wir alle gleich sind. Das hat er gewollt. Und wir auch. Darum trage ich seinen Namen. Darum haben wir alle sein Erbe angetreten. Ich fange langsam an zu glauben, mein Charakter hat irgendwie. Und wie nennt man das nochmal? Niemand wird uns dabei aufhalten. Identifikationsprobleme. Wir sind da, ihr Turteltäubchen. Endlich zu Hause. Wie nennt man das nochmal? Den Namen vergessen. Doch gemacht, Torwart. Okay, Oh, wenn das nicht irgendwann ein Luftschiff ist, mit dem wir durch die Gegend fliegen können, ne, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, 5 Jahre jetzt vergangen sind. Eine neue Heimat. Wie alt ist er denn dann? Dann ist er jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, wie alt er nochmal. Warte, er war 15, ne? Dann war er, sind 13 Jahre vergangen, dann ist er jetzt 28, dann 5 Jahre, dann ist er 33, ne? Soweit ich weiß, ist Otto in der Messe. So, wie immer. So, wir können jetzt eigentlich hier speichern, aber ich nehme jetzt hier weiter auf. Mache ich so 2 einstündige Parts. Hier haben wir wieder was Neues. Ich glaube, ich tue die Limitleiste hier wieder erhöhen. Ich glaube, da ist das Wichtigste. Was ist das denn hier? Ich sollte mir mal vielleicht meine Angriffe angucken, weil ich habe die noch nicht so gecheckt. Der eine Angriff ist gut. Ja, da ist so ein Donnerfeld um einen herum, ne? Diesen Angriff fand ich irgendwie nicht so gut. Ein starkes, aber ich mehrere Blitz auf einen Gegner herabbringen lässt. Da finde ich auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Kann vielleicht mit zum Gegner in der Nähe verleitet. Ich glaube, hier speichere ich für die Ultimate. Weil die Angriffe sehen mir jetzt nicht so doll aus. Aber erstmal holen wir uns den Limit raus, ne? Ist ja eine Menge Fähigkeiten, ne? Ist genau wie in Final Fantasy 15, hast du auch irgendwie so 20 Skillbäume, ne? Wo du Sachen irgendwie hochleveln kannst. Aber durchs Durchspielen und selbst durch das Erledigen von allen Quests, ne, wirst du nie im Leben genug Punkte haben, um alles einzusammeln, so. Was ein bisschen frustrierend ist. Arena. Sieht er jetzt älter aus? Ich weiß es nicht. Ja, der weiß denn da mit den ganzen Leuten da passiert. Ja. Bleibst du diesmal länger? Ja, wie ist es jetzt instande gekommen? Clive, ist alles in Ordnung? Ich nehme an, Gav ist auch noch am Leben, ne? Wenn der, wow, wenn er jetzt ein Auge verloren hat, ne? So, da müssen wir hin, ne? Wir gucken uns erstmal alles andere an, ja. Es sieht aus wie so ein Teil, dass ich irgendwann. Es sieht aus, als wäre hier ein Luftschiff irgendwie. Bald wird bald ein Luftschiff oder so, ne? Bist du der gleiche? Der Herbstwind bläst, ein kalter Hauch weht über Faulichtig. In unserem Heim auf nassem Staub. Mög er uns weisen den Weg. Ich? Okay. Ich bin Tüftlerin von Beruf, aber die Heilkunst hat mich schon immer
Hier mal noch weiterreden. Habe ich eine gen. Lass mal. Aua. Hände ausbluten lassen und Kopf und Füße entfernen. Okay, ich habe genug gelesen. So. Bütchen. Willkommen zurück, Sid. Wofür ist das? Nein, danke. Lass dich mal wieder blicken. So, hey, du bist noch am Leben. Brauchst du was? Oder hast du mich nur vermisst? Das neue Versteck. Ich kann mich nicht beklagen. Oh. Das Einzige, was mich stört. Aber. Okay. Oh, da ist ein Häkchen dann. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Für mich war es ungefähr eine Stunde. Clive. Alles klar. Zu viel Gill in der Tasche? Immer noch nichts Neues. 5 Jahre hier und immer noch nichts Neues. Die Menge an gewöhnlichen Kämpfen erhalten den FP, erhalten den EP, erhaltene Gil. Füllrate der Limitrauschanzeige. Ja. Nö. Mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm. Ich gebe dazu. Ich gebe wieder zurück zu bekommen, ne? Das war nur so teuer. Elixier. Alle LP. Fertig. So, jetzt haben wir. Das haben wir ganz offensichtlich nicht so. Das war ganz offensichtlich nicht mehr so gutes Equipment, ne? Aber das wollen wir so früh wie möglich haben, natürlich, ne? Wir Meister da rausholen können, ne? Mehr FP, mehr Erfahrungspunkte, mehr Gil. Ja, haha. Hey, dich gibt's auch. Immer noch nicht im ausgegangen, während du weg warst. Immer noch nicht im Stimmbuch gekommen. Ne, können wir noch zu den alten Orten hingehen? Ja, ne? Ich habe diesen einen Dings gefunden hier, diesen auch so ein Stein hier. Wollte ich aber irgendwann nachschauen, nachdem sich irgendwie was tut, ne? Wo Clives Zimmer? So, da ist der Schmied. Ist der gleiche Typ? Ja. Und was darf sein? Jetzt kann ich mir das Schwert herstellen. Ne? Ja, Blitzschlag. Dafür brauche ich Flammen. Finde ich aber doof, dass man die alten Waffen nicht mehr haben kann. Ne? Kann man dann immer nur aufrüsten. Aus dem Himmel mit Zorn, um sie zu richten. Ja. Sollte eine Weile halten. Alles klar, danke. Immer noch nichts Neues. Was das? So. Oh. Guck mal. Nicht schlecht, ne? Was? Achso, Hinterlock. Ich habe Hammerlock verstanden. Da war die Tankstelle hier von Final Fantasy 15. Wo man den Sid in dem Spiel getroffen hat. Weil der Sid in Final Fantasy 15 war ein Mechaniker. Und er hatte eine Tochter, die heißt Sydney und die war ziemlich heiß.
Ich meine, holla, googelt die mal. Da haben sich Leute erst gefreut, irgendwie, als sie angekündigt worden ist, weil die Leute gedacht haben, sie wäre der neue Cid, ne? Eine weibliche Version von Cid. Und sie würde sich irgendwie der Gruppe anschließen, aber ne. Man hatte leider nur eine Bro-Gruppe, ne? Bro-Gruppe. Mit Streitern und Freunde. Mobberanken. Hey, die kennt man auch. Und die Früchte jahrelanger harter Arbeit. Ah. Aber wir haben uns von diesem Verlust. Ja, wir trauen jeden Tag. Okay, ich suche noch diesen einen Typen, der hier. Ist das der Typ? Wand der Erinnerung. Können wir ja auch wieder so in die Vergangenheit reisen, wie in Final Fantasy 15. Bei Final Fantasy 15, wenn man irgendwie so die Hälfte des Spiels durchgespielt hat, dann gab es mehr oder weniger so einen Punkt, wo man nicht mehr zurückgehen kann, ne? Also konnte man überhaupt nicht mehr zurückgehen, ne? Aber dann schon einige Ereignisse gemacht hat, die wichtig für die Story waren, ne? Und was die sich dann entschieden haben, war irgendwie, man hat irgendwie so eine Funktion gehabt, wo man in die Zeit zurückkehren könnte, zurückreisen könnte. Kein Zulett, auch nicht für dich. Okay. Und damit haben sie sozusagen gelöst, dass man wieder in die auf die Weltkarte mehr oder weniger zurückkehren könnte, weil der Rest war nur noch linear. Oh. Also, nein. Ah, nee, das ist ein Balkon für mich. Haha. Ha. Da muss man irgendwie mit so einem Hund reden, Umbra. Der hat der Schwur. Ein Kristallschwert mit zwei eingebindeten Dolchen. Ich habe letztens, glaube ich, so eine Funktion in Star Wars erstmal herausgefunden. Ne? Da gab es da. Ich weiß noch nicht, was damit auf sich hat, weil ich nicht so weit bin, ne? Aber als ich auf der Mantis war, da gab es auch irgendwie so einen Ort mit irgendwie so Gegenständen. Mich jetzt hat irgendwie danach. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie Gegenstände sammeln muss oder so. Und dann noch mehr bekommt oder ob das alle sind. Habe ich alles erkundet, ja, ne? Da, no. Dann sprechen wir mit Otto. Ja. Okay. Ja, aber ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass Cid irgendwie drauf gehen wird. Und ich habe sogar genau gesagt, dass das so ablaufen wird. Dass wir einen so auf Mr. Zeppeli machen, ne? So wie in Jojo Part 1, ne? So, oh, ich gebe dir mein restliches Hammon. Macht irgendwas, um sich zu opfern oder so. Ich wusste genau, dass das so ablaufen wird, ne? Weil ich habe mir schon gedacht, wir kriegen bestimmt irgendwie eine S-Bar oder so nach diesem neuen Kampf. Mich hat das nur verwirrt, dass wir irgendwie nicht gegen eine S-Bar gekämpft haben, sondern gegen so einen Typen. Und irgendwie da habe ich mir dann schon so gedacht, so, oh, da kommt jetzt bestimmt Cid irgendwie so. Ich habe erst gedacht, das Viech hat irgendwie Cids Ramus Kräfte irgendwie absorbiert und dadurch kommen irgendwie so an Ramus Kräfte. Aber dann ist mir eingefallen, ah nee, Cid wird wahrscheinlich sterben, ne? Okay. Also, ja, habe ich ja schon lange. Ah, ja, schon lange vorausgesagt. Manchmal wünsche ich, ich werde dämlicher, damit ich nicht immer schon voraussehen kann, wie eine Story irgendwie sich entwickelt. Ich glaube, ich habe einen etwas dickeren Bart jetzt, ne? Warte, hat er überhaupt schon einen Bart? Ein bisschen, ne? Ich habe gerade auf die Hülle geguckt. Wenn etwas ist, ich bin bei Vivian. Das ist genau wie Tales of Arise, ne? Da hat man auch schon irgendwie auf dem Cover gesehen. Ich verstehe, wer will. Gibt bestimmt weitaus schönere Orte zum Schmökern als ein ausgeschlachtetes Luftschiff. Er ist ein Luftschiff. Ist sie hier bei uns? Sie wird schon ihre Gründe haben. So, aber ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ne? Warte mal, ich guck mal kurz die Hülle von Tales of Arise. Wenn ich das schnell finde. Ja. Da sieht man ihn auch schon. Er erinnert mich nämlich so an
Tales of Arise. Da spielt man, da fängt man ja auch das Spiel an mit dem Hauptcharakter, als er noch maskiert ist, ne? Wo man ganz eindeutig auf dem Cover sieht, wie er aussieht ohne der Maske, ne? Was ein bisschen doof ist. Dann irgendwann verliert er ganz seine Maske, weil auf dem Cover sieht man nur sein halbes Gesicht wegen der Maske, ne? Dann irgendwann sieht man sein ganzes Gesicht und dann irgendwann hat er dann andere Klamotten an und so. Also sein Design hat sich auch über das Spiel lang irgendwie die ganze Zeit verändert. Und irgendwie gehen wir irgendwie so diese Route hier in diesem Spiel auch, ne? Also wir haben irgendwie nicht ein festes Design oder so, ne? Ich sag Gefühl. Ach man. Ich störe doch nicht, oder? Leben zurück. So langsam glaube ich, es steckt mehr als nur Glück dahinter, dass du dem Tod immer wieder entkommst. Das könnte ich auch über dich sagen. Vivien Neuengarn. Allerdings gab es auf mein Leben bisher erst 4 Anschlagsversuche. Ist das jemand, den wir kennen? Annähernd erfolgreich. Ja, ist wieder so eine jetzt kommen mir wahrscheinlich irgendwann Charaktere vor, die ich eigentlich kennen sollte, ne? Aber ich erkenne die nicht wieder, ne? An einer meiner Lehrstunden. Ist das denn so abwegig? Also gut, beginnen wir mit der aktuellen Lage. Es ist kein Geheimnis, dass sich Eroberer und Geächtete ein Rennen um Valistea liefern. Oh, entschuldige, ich mal kurz. Ich muss mal kurz meine Zugbrücke runterlassen. Die Frage ist nur, ich meine wie Kopfhörer kam es sehen? Zu all dem? Nein. Lange war sein Rex Herrschaft über den Nordosten Stürms ungebrochen. Doch mit der Ausbreitung der Folge dunkel draußen, ne? Ich will nicht halt Leute sehen, wie ich hier Final Fantasy spiele. Und dann an mein Fenster klopfen. Noch fruchtbares Land auf der anderen Seite der Meerenge zu erobern. Doch Valut hat Ashra so eisern im Griff wie Odin sein Schwert. Und so wird jeder Landstrich, auf den die Kaiserlichen Fuß setzen, mit deren Blut getränkt. Kein Wunder also, dass Kaiser Silver das Kristalldominium ins Visier nahm. Ein leichteres Ziel mit. Ah, jetzt sehen wir schon, was sich aus dem Krieg so entwickelt hat, ne? Vor 5 Jahren, während ihr euch an die Zerstörung des Kristalls machtet, rückte das Kaiserreich aus und unterwarf den bis dahin neutralen Stadtstaat. Deswegen haben wir halt auch so locker da reingeschafft, ne? Behaupten kann, der deswegen war Bahamut auch gar nicht da. Das ist mir jetzt so aufgefallen. Ideal für ein stehendes Heer. Denn von dort rückt jeder Winkel Valisteas in greifbare Nähe. Bisher hat ja, aber die sind doch ein Visier von allen dann. Verhindert. Doch sollte Sanbrek ihn offenkundig brechen. Wenn die von allen Seiten angegriffen werden, ist vorbei. Nicht lange zögern, es dem Aggressor gleich zu tun. Die Kaiserlichen, die Republik Dalmekia, das Königreich von Valut. So sieht das übrigens auch normalerweise zwischen den Kapiteln in Fire Emblem aus. Im letzten war es jetzt nicht so, aber normalerweise läuft das immer so ab. Man hat irgendwie so eine Weltkarte, jemand erzählt irgendwie, was gerade passiert ist, was gerade am Laufen ist. Ne, so wird normalerweise die Geschichte in älteren Fire Emblems erzählt. Mit so einer Weltkarte und so. Hat man jetzt im letzten Teil nicht gesehen, ne? War schon immer dunkel über dem Dominium. Und doch, das ist interessant. Bestand es weiter. Und das wird es auch tun, wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist. So, oh, mein Finger. Natürlich musst du für die Lektion bezahlen. Du musst nur einen Botengang für mich ausführen, dann sind wir quitt. Na gut. Was? Ich glaube, jemand hat gar meinen Namen gerufen. Bring dieses Buch zu Harpo ins Archiv. Sag ihm, es war. Ah, da ist jetzt. Adäquat. Da ist jetzt unser, wo wir Informationen herbekommen, ne? Historiker kann ohnehin nicht schaden. Ja. So, was ich mich aber frage ist, what? Ich kann immer noch. Zu mir. Erlaube mir, dich aufzuklären. Oh. Bei Vivien im Kahnzimmer kein Klaff mehr, aber die Lage, wo Lee sieht, aber wir werden noch einmal anhören. Oh. Ich habe alle Einzelheiten hier. Die Akteure, hier kannst du dir einen Überblick über die Charaktere in Final Fantasy 16 und deren Beziehung untereinander verschaffen. Dieser fortwährend aktualisiert. Mit der 1 kannst du auf Zeit leistet. Rosaria rückt aus.
Oh, guck mal. Das ist cool. Also das war vor 15, aber warte mal, 30, das sind... Sehen wir dann noch da, wie alt er ist? Ah, na, aber jetzt das hier, ne? Wir sehen jetzt nicht, wie alt er ist, ne? Ich meine, er war 15. Da sieht man jetzt hier irgendwie so neuen Klamotten. Oh ja. Klamotten sind dreckiger. Ist genau wie Noctis in Final Fantasy 15. Sieht sie anders aus? Ich meine, sie hat eine andere Pose, aber... Wie ist Torgal noch am Leben? Jetzt mal ganz ehrlich. Der ist jetzt mindestens 18 Jahre alt, ne? Ich weiß ja nicht, wie alt der vorher schon war. Da ist aber eine coole Funktion. Verschollen, ermordet. Oh, da kommen dann immer mehr Charaktere. Oh, schön. Das ist eine coole Funktion, finde ich. Da kommen dann immer mehr Charaktere. Ich habe erst gedacht, als sie gesagt haben, dass sich das irgendwie aktualisiert, dass dann, dass man nicht so zurückgehen kann, so. Das heißt, man muss halt irgendwie so uptimen, so. Ja, ne, man kann doch irgendwie diesen Touch-Dingens anmachen, ne? Gefährten, beste Freunde, Anführer. Er ist tot. Ja, Joshua, er wird bestätigt, ne? Das ist cool. So, Ultima. Ultima ist normalerweise in Final Fantasy immer der stärkste Zauber. Das ist ein neutraler... oh, guck mal hier. Oh, und dann sieht man noch die Dominos. So, er. Er ist Odin. Oder ist er Barmut? Odins Dominus. Haben wir den schon mal gesehen? Was ist das hier? Den haben wir doch auch schon mal gesehen, ne? Ambrosia. Da steht nicht, dass er tot ist. Irgendwie sind das hier Spoiler, habe ich so Gefühl. Heilmittelverkäuferin. Okay, wir haben hier so ein paar. Wir haben hier so ein paar kleine Spoiler, so. So im Sinne von, wir wissen irgendwie, wer irgendwann wichtig ist, ne? Bitte sehr. Okay, was haben wir hier? Ah, und da sehen wir, was hier passiert ist, ne? Ah, die beiden Typen, die am Anfang gestorben sind. So, meine Frage ist jetzt aber, können wir dann? Das ist irgendwie cool. Ich wünschte, sowas gibt es in Fire Emblem, wo so mehrere Jahre vergehen, so im Laufe des Spiels. Hin und wieder gibt es mal so ein Timeskip wie in Three Houses, da sind auch 5 Jahre vergangen, ne? Dann Fire Emblem 4, da sind das ist ja irgendwie eine neue Generation hier, da gab es ja 2 Generationen, ne? So, was wünsche ich mir meinen Fire Emblem Spiel, wenn da irgendwie so aktiv so Jahre vergehen und wie du siehst, wie die Charaktere alle altern und einige von denen vielleicht sterben oder so, das wird auch richtig cool. Irgendjemand hat mal irgendwie so gesagt auf YouTube, wie sein Wunsch Fire Emblem aussehen würde und das umfasst irgendwie so 3 Generationen. Dass man zum Beispiel einen Charakter hat, der irgendwie dort als Jungspund anfängt, ne? Dann irgendwann in der 2. Generation schon ein bisschen älter und erfahrener wird und dann irgendwie in der letzten Generation voller Kriegsveteran wird oder so. Unter anderem. Das ist nicht der Hauptcharakter, aber irgendwie so Charaktere, die so vorgestellt worden sind. Charaktere, die schon sehr alt in der 1. Generation sind, werden dann nicht mehr überleben. Oder werden durch Kinder oder so entsetzt.
Der alte Harpo sagt, dass unser Versteck. Ich wünsche, so was würden Animes öfter machen. Dragon Ball hat das gemacht, deswegen ist Dragon Ball so gut, ne? Aber da muss ja immer das Design der ganzen Charaktere ändern, ne? Und das wollen die Leute halt nicht, ne? Wegen Merchandise und so, ne? Wenn die jedes Mal die Designs der Charaktere sich ändern und so, ne? Aber Dragon Ball hat ja auch geklappt, ne? Also den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Manchmal vergesse ich fast, dass ich so heiße. Also ja, das ist eine ziemlich ruhige Folge, habe ich so ein Gefühl. Aber ist interessant. Euch ein Buch zurück. Vivian hat es durchgelesen. Ich frage mich, ob ich am Ende des Spiels ein alter Mann sein werde. Was schon? Die Gute verschlingt mehr Bücher als unser kleiner Tito Honigküchlein. Wirklich beneidenswert. Das ist genau das gleiche jetzt hier, was ich gerade erwähnt habe, ne? Jeder identifiziert jetzt den Hauptcharakter mit dem Design, was wir gerade gesehen haben, ne? Mit dem Tattoo, mit den Haaren und so, ne? Jetzt sieht er schon, jetzt weicht er schon so ein bisschen so ab von dem, was auf dem Cover und so gezeigt wird. Ist immer riskant, so was, ne? Aber interessant. Danke trotzdem. Ich finde das cool. Ich werde mich etwas umhören. Vielleicht können wir euch mehr Bücher. Was ich mich aber fragen würde, ist, wie das jetzt so nebenquestmäßig aussieht. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte die Nebenquests jetzt alle nicht gemacht, ne? Gibt es auch Bibliotheken? Und ich würde die jetzt machen, falls ich das überhaupt kann, ne? Nicht viele Menschen nehmen das Gerede. Und in dieser einen Quest habe ich ja irgendwie diesen, dieses kleine Mädchen habe ich ja irgendwie die Trägerin gesucht. Nicht so alt, um Kuponüsse zu naschen. Er hat die Taschen voll damit. Die klaut er dem Mogri. Ach, ihr. Wir wissen doch alle, es gibt keine Mogris. Was sind Mokis hier wie Elfen oder so? Die zwei sind wohl auf. Ja, doch sie lachen viel zu wenig für ihr Alter. Der Tod ihrer Eltern lässt sie nicht los. Nur zeigen sie es nicht. Titan hat uns allen viel genommen. Manch einem mehr als anderen. Und so tiefe Wunden brauchen viel Zeit zum Verheilen. Sorgen wir dafür, dass sie diese Zeit bekommen. Das werden wir. Doch vergesst nicht, dass auch ihr etwas Ruhe benötigt. Erholt euch. Danke. Gav ist bald zurück. Ah, Gav. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Ja, also was ich mich gefragt habe, ist, was, wenn ihr... Lass mich hier reinschauen. Wie kann ich euch heute behilflich sein, Clive? Was wäre denn passiert, wenn ich jetzt die Quest aufgeschoben hätte und jetzt nehmen wir mal an... Und jetzt nehmen wir mal an, ich kann die weiterspielen, ne? Ich kann die jetzt schon aussuchen und auswählen und so. In meine Aufzeichnungen werfen? Und, ich würde die Quest jetzt erst machen, ne? Wir haben ja irgendwie diese eine Quest gemacht, wo irgendwie dieses kleine Mädchen irgendwie ihre Trägerin verloren hat, ne? Ach, dann meinen die mit Stollers. Ah. Habe ich mich letztens gefragt. Und jetzt nehmen wir mal an, ich würde die Quest jetzt machen. Wäre das irgendwie immer, wäre das Mädchen jetzt irgendwie älter oder so? Oder wäre er definitiv ein bisschen älter, ne? Nach den 5 Jahren. Also ich frage mich, wie das so ungefähr abläuft. So, hier aber wollte ich mal nachgucken. Typhoon. Ich habe Dimensions aus der Form. Das furchtbare Giganten auf zerrte Clive. Das soll Ultima sein, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, mir fehlt immer noch eine S, sehe ich gerade. Wer fehlt denn hier noch? Was habe ich letztens gesagt? Eis, Blitz, Wind, Erde, Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Leviathan, ne? Leviathan fehlt. Weil Phönix, es gibt ja 8 S-Bar, ne? Aber Ifrit und Phönix sind ja 10 als eine, weil niemand irgendwie gewusst hat, es gibt 2 Feuer-Essbar, ne? Deswegen gibt's ja, deswegen haben wir bis jetzt nur 7 getroffen. Steht euch immer offen. Und das einzige Element, das noch fehlt, ist Wasser. Also nehme ich an, Leviathan, ne? Vielleicht muss ich Leviathan noch holen, nachdem irgendwie Noctis den auf die Fresse gegeben hat im 15. Teil. Hey, da ist doch die Weißmagierin, ne? Steht dir gut. Die Narbe passt zum Rest. Ich hatte dieses Mal schon so lange.
dass ich vergessen hatte, wie es sich ohne lebt. Wie es sich anfühlt, ich selbst zu sein. Das verdanke ich nur dir, Taya. Der Dank gebührt meinem Skalpell. Ah, und übrigens, ein Bote hat einen Brief von Geld gebracht. Ich glaube, wir werden trotzdem erkannt, ne? Warum kannst du das? Ist ein bisschen offensichtlich. Ich sehe gleich nach. Außerdem am Träger immer nur da ihr Tattoo. Von daher wird das sowieso jeder erkennen, ne? Will ich jetzt mal raten. Warum hat Gav keinen Stolas geschickt? So, ich spiele jetzt noch so ein bisschen weiter, bis jetzt irgendwie vielleicht unser nächstes Ziel oder so angekündigt wird. Oh, Jill, was machst du in meinem Zimmer? Otto hat vorhin einen Brief von Gav gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Also haben wir in den 5 Jahren mittlerweile Hongkong? Wabba wabba? Ne? Nein? Okay. Geküsst meine ich natürlich, ne? Nein, Hähnchen halt, meine ich. Von andere richtige Post auf den Tempel. Spiel der Republik. Weg her, rück bei dich und sogar die Steinwache oder an der Front berufen. Ich wette, das ist das vom großen Gang mehr, wenn ich zurück bin. So. Aber du hast keine coole Augenklappe oder irgendwie sowas. Was hat Gav geschrieben? Die Dalmeka sind auf dem Marsch. Das heißt, Randela steht unter Kupkas Schutz. Seine Garde wird uns also vorerst keinen Ärger machen. Sie ist bei ihm in der Hauptstadt. Frohe Kunde also. Mehr als das. Das ist die Chance. Darauf haben wir gewartet. Wir haben es so weit gebracht. Alles, was wir hier haben, unsere Freunde, das Versteck, ist das kein Grund zur Freude? 5 Jahre. 5 lange Jahre. Wenn ich Ifrits Kräfte erwecken könnte, hätten wir noch viel mehr erreicht. Doch irgendwas hält mich zurück, immer wenn ich nach seiner Macht greife. Eine Esper zu beschwören, fordert einen hohen Tribut. Ja, was sage ich mit ihr? Dein Körper weiß das nur allzu gut. Er versucht nur, dich vor dir selbst zu beschützen. Oh mein Gott, sie wird irgendwann aussterben. Währenddessen fällt die ganze Last auf dich. Unsere Mission hat mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen. Aber eine Sache ist offensichtlich geworden. Die Kristalle nehmen mehr, als sie geben. Für einen kleinen vergänglichen Segen erwartet uns ein Dasein voller Schmerz, ständig Krieg, so viel Tod. Und nun? Nun rauben sie uns unsere Heimat. Und uns bleiben nur Staub und Asche. Doch du willst das ändern. Und ich will das auch. Für mich ist das keine Last. Mag sein, aber... Wir sind nur hier, weil Joshua uns eine zweite Chance gegeben hat. Wir sollten das Beste aus diesem Geschenk machen. Ich nehme jetzt mal an, Ultima ist jetzt in Joshua, ne? Er hat irgendwie seinen Körper übernommen oder irgendwie sowas. Ich jetzt mal ahnen, ne? Er hat ihn so in sich. Er hat ihn irgendwie eingesaugt, ne? Oh Gott, werden wir gegen. Wird Joshua der Hauptbösewicht sein? Ja, ne? Falls Joshua noch lebt, wird er es suchen. Dieses Ding. Ist auch interessant. Ultima ist. In Final Fantasy Tactics und Final Fantasy 12 ist Ultima auch eine Esper. Und dann müssen wir bereit sein. Ich glaube, in einigen Final Fantasy Spielen ist das auch eine Esper. Weiß ich nicht so. Einige älteren, ich weiß es nicht. Aber normalerweise ist Ultima immer der stärkste Zauber in Final Fantasy. Auf einer Welt ohne Mutterkristalle. Auf mich. Zeit, den nächsten Kristall zu verschlingen.
Oh. Diesmal ohne Robe. Der Norden ist verloren. Ich wusste, dass sie sich immer schneller ausbreitet. Aber das, dieses Ausmaß, übertrifft all meine Befürchtungen. Bald wird jeder Fußbreit Erde befallen sein. Ich bekomme voll die Game of Thrones Vibes. Das Ende der Welt rückt täglich näher und wir jagen hier einen Schatten. Ich meine, offensichtlich. Doch, Bruder, haben wir eine Chance? Offensichtlich ist das Spiel sehr Game of Thrones mäßig, ne? Aber so im Sinne von, ich nehme an, die meinen jetzt hier die Fäulnis oder wie auch immer das nochmal hieß, ne? Der hat so ein bisschen sowas von hier mit der, als die Whiteläufer hier irgendwie immer weiterkommen. Entschuldigt, ich wollte nicht stören. Weil die Weißen, boah, wie heißen die nochmal auf Deutsch? Weiß ich nicht. Die Whiteläufer, ne? Aus der Schenke ist verschwunden. Also, komm, wenn du so weit bist. White Walker, ich weiß nicht, diese Schneetypen halt, ne? Die sind aber näher gekommen und niemand hat da irgendwie so ernst genommen, ne? Weil die irgendwie mehr Probleme ja mit der Politik und so was hatten, ne? Die haben sich lieber irgendwie untereinander irgendwie gekloppt, ne? Deswegen hat niemand jetzt irgendwie so ernst genommen, als jemand gesagt hat, oh, diese White Walker oder wie auch immer die nochmal hießen. Die kommen alle näher und so, ne? Und die werden uns alle umbringen, ne? Ich so, ja, wir haben ja keine Zeit, wir müssen Krieg gegen diese andere Nationen hier führen, ne? Und dann kamen die irgendwann und haben fast alles vernichtet, ne? Und genauso wird das, glaube ich, auch hier so ablaufen, ne? Die ganzen Nationen, die kloppen sich jetzt hier, ne? Und dann irgendwann kommt hier diese Seuche oder was auch immer ist, die dunkle Brut. Oh. Tut dann irgendwie uns noch den Rest geben, nachdem wir uns ja alle bekriegt haben und so, ne? Und keiner von uns ist vorbereitet und dann sind wir alle am Verlieren. Ein paar Männer von der kaiserlichen Garnison in Rosaria haben in Marthas Rast Streit angefangen. Ach ja, Martha. Es floss etwas Blut, ein paar Knochen brachen. Das Übliche. Aber inmitten dieses Chaos verschwand Martha, ohne auch nur ein Wort. Sowas macht sie nicht, Clive. Da ist was faul. Denkst du, das war geplant? Aber sicher war es das. Seit dieser Sache in Eastpool hat Zambrek das Herzogtum fest im Schritt gepackt. Man muss nur einen Flüchtenden gesehen haben, um als Verräter zu gelten. Überall wollen sie Komplotte sehen, um dem Haus Rossfield wieder zu seiner alten Macht zu verhelfen. Und wie es aussieht, haben die Schweine jetzt die armen Träger ins Visier genommen, die zu schwach sind, sich zu wehren. Martha hat das alles natürlich sofort durchschaut. Sie hat schon erzählt, dass es immer schwerer wird, Träger aufzunehmen. Und plötzlich ist sie weg. Wenn die Kaiserlichen sie geschnappt haben, wäre das fatal. Ein paar Fluchbrecher sind schon auf dem Weg zur Schenke. Sie werden dir sicher helfen können. Aber wenn die Lage so übel ist, war noch mal Fluchbrecher. Musst garantiert du ihnen die Ärsche retten. Keine Sorge, Otto. Ich bringe sie alle sicher zurück. Alles klar. Ein neuer Auftrag ist in der Nähe verfügbar, natürlich. Aber nur einer. Hm. Schon wieder was Neues. Hast du noch nicht abgecheckt, egal. Okay, eine Mission ist ja noch. Kommen die Mama auch noch. Aber dann sind wir fertig, ne? Und dann sieht das nur so nach so einer Ansage aus, ne? Wo wir als nächstes hingehen. Nach Marthas Rast. Dann können wir ja mal sehen, wie das hier so abläuft, ne? Willkommen zurück, Sid. Aber erstmal du. Obolus. Ein Obolus, bitte. Vermaledeite Bilge. Ist alles in Ordnung? Ich meine mein Schwert an. Gesehen von den Löchern im Rumpf, alles ausgezeichnet. Bekommt okay, danke, ich will nicht.
könnte man so sagen. Wenn du keinen grandiosen Plan hast, die Fäule aus dem See zu filtern, wie bei uns im Atrium, wird sich die Gülle weiter durch das Holz fressen, wie der junge Tito durch unsere Honigküchlein. Ein Pechanstrich könnte die Verwitterung vielleicht ein, zwei Monate aufhalten. Sofern wir überhaupt Pech hätten. Haben wir aber nicht. Jedenfalls nicht mehr. Der alte Kahn wird wohl kein Dutzend Fahrten mehr überstehen. Oh, jemand besorgt dir etwas Pech. Gibst du mir wortwörtlich gerade 10 Geld? Nee, das ist kein Geld. Was ist das? Gut, Obolus. Nur deine Fähre bringt uns zum Festland. Reparieren wir sie. Ja, muss ich das sogar machen? Es freut mich, dass das wenigstens einer hier einsieht. Aber für Pech brauchen wir Pechbäume. Nur wie du sicher schon bemerkt hast, gehören Bäume zu den tausenden Dingen, die im Toten Land schmerzlich vermisst werden. Allerdings bin ich noch nicht dreist genug, dich allein. Man hat eigentlich eher so passiv-aggressive Aussagen. Oder so kastische oder irgendwie so. Deshalb werden wir eine gute Alternative brauchen. Zufälligerweise habe ich mal gehört, dass das wandelnde Dornengestrüpp an den Curlschweiffällen sich mit einer Art klebrigem Wachs überzieht, um Käfer und sonst noch was zu fangen. Das könnte die Fähre über Wasser halten. Benutzt auch einfach Flex-Tape. Ich habe gehört, das ist sehr gut für Boote. Das sieht aus wie so ein Kreuz irgendwie. Lege dornige. Lass mich mal die Weltkarte öffnen. Ich habe schon mal die Weltkarte öffnen. Ja, da muss ich hin. Hat sich irgendwie was geändert? Nicht, dass ich da irgendwas erkennen würde, aber. Ich frage mich, ob das hier irgendwie so einen Einfluss auf die Welt hat. So, okay, na, aber dann machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Ich finde, wir haben gut heute was erreicht, ne? Soll mich vielleicht ja noch mal komplett umschauen. Einige Orte habe ich noch nicht angeschaut, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie im nächsten Party aufschauen, so, oh, guck mal, ich habe das hier gefunden, das ist voll geil, ne? Ja, dann haben wir in der nächsten Folge wieder was zu tun, ne? Ja, ganz ehrlich, ein Timeskip ist das letzte, was ich erwartet habe in den Spielen, ne? Aber okay, ne? Warum nicht? So, für mich hört sich 5 Jahre wie eine lange Zeit an, ne? Hast du eigentlich irgendwas? Aber da kommen bestimmt Quests irgendwann, ne? Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Es wird immer gefährlicher in Rosaria. Auf dem Weg zur Rast solltet ihr euch auf alles gefasst machen. Sieht aus wie Liliana aus Dragon Age. Ich vermisse ihre weiße Robe. Sah sie aus wie eine Weißmagierin. Du hast es geschafft, vom Sklavenmarkt zu entkommen? Wie? Ich hatte Hilfe, aber auch sehr viel Glück. Ah, Krankenstation, ja, war ich gerade. Finde ich cool. Ich mag Timeskips. Obwohl, ich mag die auch ein bisschen mehr, wenn sich auch wirklich was tut, ne? Wenn man so wirklich eine riesige Veränderung irgendwie so sieht, ne? Bis jetzt. Das ist ja eine Überraschung. Du kannst gern eine Weile hier bei uns bleiben, wenn Jill nichts dagegen. Was? Was ist los, Sid? Du siehst so blass aus wie an dem Tag, an dem dein Vorgänger dich in die Zelle neben meiner gesteckt hat. Oh, weiß nicht. Du hast doch nicht wieder einen Anfall bekommen, oder? Nein, natürlich nicht. Unser Historiker hat zu mir gesagt, ich kann so viele Bücher. Weil 5 Jahre für mich, das klingt nach einer sehr langen Zeit, ne? Ist auch eine lange Zeit, ne? Und, dann denke ich immer so, was haben die in den 5 Jahren alles gemacht? Ja, ich meine, er hat gesagt, oh Gott. Ich meine, er hat gesagt,
die haben versucht, die ganze Zeit hier irgendwie was zu ändern, ne? So, aber das muss man immer so damit vergleichen, was in der kurzen Zeit passiert ist, in der wir jetzt gespielt haben, ne? Und wir gesehen haben, so. Weil wir haben nicht mal ein Jahr irgendwie so gespielt, es ist nicht mal ein Jahr und so vergangen. Wir haben irgendwie so zwei Esper gefangen, wir haben irgendwie ein Kristall zerstört, ne? Und wenn wir jetzt, die wollen mir jetzt sagen, in den ganzen 5 Jahren haben die nichts mehr zustande gekommen, haben jetzt einfach nur hier gehockt und so. Ja, okay, oh nee, aber ich, ne? Haben jetzt eine neue Basis hier gefunden, ja, ist klar, das dauert natürlich ein bisschen, aber 5 Jahre. Versteht ihr, was ich meine? Das ist immer so, aber okay, ich guck mal, wo die Story uns noch so hinführt, ne? Gut, aber ich würde sagen, für diese Folge war es das dann, ne? Ich werde dann mal ein bisschen groß hier, ne? Muss ja einen ganz schönen Weg hier laufen. Aber eigentlich muss ich das nicht, ne? Ich kann ja einfach zur Weltkarte gehen. Na gut. Weil nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier noch laufe, ne? Ich suche irgendwie einen schönen Ort, wo wir uns verabschieden können. Ja, ne? Neben dem Mogri. Gut, aber ich sagen, das war's für diese Folge. Ich habe das hier definitiv in 2 Folgen eingeteilt, ne? Also ja, wieder erstmal sein, dass ich mich heute verabschiede in 2 Parts. Und dann sage ich, in der nächsten Folge geht's weiter. Guck mal, wie es da weitergeht, ne? Und ja, lass ich da auf dem Foto hinter mir? Nee, ne? Egal. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, jemanden hat diesen Part hier gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.